die Lehre kam, bin ich über die Schwester, weil sie eine Kollegin da hat, die da gearbeitet hat, das Polymech. Dann mal gedacht, ja, man geht schnuppern. Ich bin hier beworben. Ich bin hier eine Woche schnuppern gekommen. Die Lehre geht 4 Jahre. Und die ersten 2 Jahre sind die Grundausbildung. Da lernt man über Arbeitstechniken und Sicherheit am Arbeitsplatz. Und nachher, die nächsten 2 Jahre, tun wir individuell für die Firma Sachen machen. Von der Schule her haben wir einfach 3 Prüfungen pro Semester in jedem Fach. Und da kommt dann halt, je nachdem, wie weit man mit dem Thema ist, ob das jetzt dann fertig ist, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Prüfungen kommen. Im Moment arbeite ich für eine Maschine, die Kunstmann heisst. Und das ist eine 3-Achsen-Maschine, Fräsmaschine. Und das heisst, dass man es auf und ab bewegen kann, hinten und vorne und nach links und rechts. In der AO macht man Prototypen. Und Prototypen sind eigentlich, wenn man so neue Sachen entwickelt, macht man zuerst einen Prototyp, um es auszuprobieren. Und nachher erst so viel, wie man dann braucht. Sonst gibt es halt noch viele externe Sachen. Zum Beispiel haben wir mal für einen Feldstecher, für einen Jäger, haben wir mal so eine Halterung bauen, die leichter ist. Es ist einfach interessant, dass man mit der Maschine kann man sehr viel machen. Die beste, die ich finde, am interessantesten, ist halt die 5 Achsen hat, die sich der Tisch noch dreht. Und da kann man wirklich eigentlich ein Style machen, einmal einsparen und dann kann man es fast komplett fertig. Das hat mich halt einfach interessiert, dass man von Hand so etwas Neues kann erschaffen kann. Später, dann, Ende 30 Lehrer, kommt dann bei uns auch Computerprogrammierung. Und für das haben wir ein spezielles Programm, das heisst FutureCam. Und dort kann man dann die Style zeichnen. Das kann man dann weiter auf die Maschine schicken und dann kann man es dort laufen lassen und dann kommt das Teil fertig raus. Ich hatte gerade Glück mit der Lehrerin, dass ich sehr nahe bin. Dann habe ich am Abend nicht so lange heim und habe noch recht viel Zeit für meine Hobbys. Also ich selber bin gerne draußen, aber habe auch nichts dagegen, wenn es mal regnet. Ich habe jetzt über 10 Jahre Unihockey gespielt, in der Halle, im Verein. Und dort haben sie aufgehört und viele Goalie waren. Sport machen wir viel mit dem Mitstift. Jetzt zum Beispiel jetzt Street Hockey spielen wir sehr viel zusammen. Und so haben wir auch Freizeitkontakt mit ihm. Dann 2 Goal aufstellen. Nachher spielen wir einfach zum Teil stundenlang, bis es dunkel ist. Die Lehre als Polymechaniker ist sehr spannend, vom ganzen Beruf her. Und dass eben halt die Kreativität gefragt ist. Aus nichts holst du etwas Neues raus.